Okay, super, Dylan. Liebe Zuschauer, wir sind mal wieder am Samstag angekommen und haben heute den 3. September 2022. Und samstags gönnt man sich am besten den Samstalk von Schenker Bewegung. Seit einigen, ja, vielen Jahren ist das schon die größte Erfüllung für den Samstagabend. Und ja, ich heiße herzlich willkommen. Wir sind im Moment mal wieder der Dylan, der Yannick und ich. Ich muss über den Inhalt und Rahmen nicht viel sagen, weil wir haben unser zensurbefreites Forum. Da findet ihr auch ein Thread zu den Samstalks oder Verantwortungstalks. Das Forum findet ihr unter www.freie-argumente-kultur.de. freie-argumente-kultur.de. Und ja, sei nur gesagt, Verantwortungstreff, da wollen wir auftauchen aus dem sonstigen Strom des Lebens, um die Verantwortungsfrage mal zu stellen. Nicht nur für die Zimmerpflanze, die ich hoffentlich nicht vergesse zu gießen, sondern fürs Leben insgesamt, für den Blick auf den Gesamtzusammenhang. Wir machen das als Redekreis und da experimentieren wir auch immer kräftig rum. Der Dylan kann gleich mal erklären, wie wir das heute experimentell gestalten. Also wir machen oft Redekreis und mit flexiblen Redezeiten zum Teil und zum Teil jetzt auch so, dass bei einem Wechselwunsch man das äußert und der Redner das dann abgibt. Naja, da und welche Zeiträume der Dylan sich so vorstellt, in denen wir anfangen, das kann er euch selbst erklären. Und deshalb würde ich sagen, gebe ich einfach mal direkt an den guten Dylan weiter. Ja, und ich habe heute nur einen Verbesserungsvorschlag. Wechselwunsch ist ein sehr sperriges Wort, einfach nur Wunsch. Da weiß jeder, aha, der Wunsch, was zu sagen. Ja, Wunsch reicht. Ja? Einfacher. So, dann würde ich einfach mal beginnen mit Wechsel 4. So, die Uhren sind alle startbereit. Wechsel 4. Ja, also ich fange an mit der ersten Aussage für mich heute, nämlich, dass ich so die Befürchtung habe, dass Wahrheit im Kapitalismus generell chancenlos ist, dass die Irrtümer so massenhaft und so weit verbreitet sind, dass eigentlich sowas wie Wahrheit gar keine Chance hat, womit dann also meine letzten 30 Jahre Opfern des Lebens für das Thema Weltrettung eigentlich wahrscheinlich ein ganz großer Fehler waren. Denn ich habe dadurch auf das Amüsement verzichtet, das ich hätte haben können, wenn ich ganz normal Karriere weitergemacht hätte im Kapitalismus. Aber ich bin halt so, ich konnte nicht anders, und ich habe dann also sozusagen für das große Glück, das kleine kapitalistische Vergnügen geopfert. Und das kann aber sein, dass das gar nichts bringt. Und jetzt vielleicht damit wir in die Diskussion kommen, der dann dazu passende Gedanke, wenn das stimmen sollte, und ich muss noch mal daran erinnern, dass die Gemeinwohlökonomie ja deswegen Tausende von Fans auf der Erde hat, nicht wegen ihrer Wahrheiten, sondern wegen ihrer Irrtümer. Die meisten lieben die Gemeinwohlökonomie wegen ihrer linksradikalen Fantastereien, die gar nicht gehen. Also wegen der, ja, das Zerschlagen von Konzernen, das Enteignen der Unternehmen, das sozusagen das ja, den Managern ihre Gehälter kürzen, den Fähigen was wegnehmen, die Gehälter des VW-Managers von 1,4 Millionen im Monat auf 30.000 runter beschränken und so weiter. Das sind alles Dinge, die können gar nicht funktionieren,
weil die zum Abwandern aller Konzerne führen würden. Und das wissen auch die Grünen. Ich habe mit einem Grünen zum Beispiel eine Stunde gesprochen diese Woche. Und der hat gesagt, ja, wir haben schon begriffen, dass wir die Gemeinwohlökonomie in dieser Form nicht umsetzen können. Und wir sind deswegen jetzt sehr interessiert an ihrer GWÖ-GWO-Kombi, weil die eben umsetzbar wäre, ne? Und weil sie nicht linksextremistisch ist. Ja, und jetzt komme ich zu dem, was jetzt die Diskussion provozieren soll, die erste Runde. Ich habe insgesamt heute drei, vier Punktbereiche. Aber der Diskussionspunkt wäre, dass ich fürchte, das ist jetzt meine Befürchtung, ich bin ja hier in der Popper-Frack und der Frack, ja, aber ich fürchte, dass Professor Spitz recht hat, Professor Jörg Spitz, der mal sagte, ja, sowas wie Frack oder Popper-Frack bringt gar nichts. Die Menschen sind so glaubensorientiert und die kann man nichts. Man muss mit denen reden, die schon fast dort sind, wo man selber auch ist. Und da kommt man dann halbwegs ins Gespräch. Und diese Erfahrung habe ich gemacht bei der ÖDP, die auch kurz davor sind, die Gemeinwohlökonomie und Gemeinwohlwirtschaftsordnung zum Ziel, also zum Parteiprogramm zu machen. Und wir haben den Punkt, dass sozusagen und die Grünen sind dran und dann habe ich noch mit anderen Parteien gesprochen. Mit den Linken habe ich ein ganz tolles Gespräch über die GWÖ-GWO-Kombi geführt. Die haben nämlich ein extra Bürgertelefon, das sogar gut besetzt ist mit hochqualifizierten Leuten offensichtlich, war jedenfalls. Ja, von daher, ich sage gleich Wechsel, weil ich denke, das ist Zündstoff genug, hat Popper, Frack und Frack und Wahrheit überhaupt eine Chance? Ich fürchte nein. Wechsel. Ja, ich kann gerne weitermachen. Ich glaube, Wechsel Wechsel zwei. 2. Genau. Also ich bin eigentlich recht guter Stimmung im Moment. Ich bin zwar ziemlich K.O., weil alles anstrengend war, letzte Woche in Berlin, ebenso wie jetzt das Wiederherkommen mit zum Teil maroden Zügen. Und das, was ich hier alles dann schon wieder an Bergen zu erledigen habe. Aber ich bin eigentlich recht guter Stimmung, weil es war eine sehr intensive Woche. Die Zeit, die ich da jetzt zum Friedenscamp nach Berlin gegangen bin. Und es hatte gerade damit zu tun, eben, ob wenn man es zuspitzt, so gut man kann, ob dann die Verantwortungsargumente-Kultur oder Verantwortungsargumente-Demokratie, ob die eine Chance haben kann in dieser Welt. Und deshalb machen wir ja dieses Friedenscamp, dass wir uns da hingesetzt haben. Die Korruptionsprobleme spitzen sich so zu mit Corona, aber eigentlich auch ganz allgemein schon seit langer, langer Zeit, dass der einzelne Mensch korrupt ist in dem Sinn, dass er nach kurzsichtigen Interessen geht, statt nach dem langfristig, von den Folgen her Verantwortbaren. Dass die Leitung in Politik und Wirtschaft auch nach kurzfristigen Profit- oder Machtinteressen geht, statt dieser langfristigen Verantwortlichkeit. Und dass uns das Ganze voll um die Ohren zu fliegen droht, jetzt in Verbindung mit der digitalen Technikexplosion, diesen Überwachungs- und Kontrollmöglichkeiten. Ja, und deshalb seit 2020 machen wir in Berlin dieses Camp vor den Toren der Macht, um die Alternative vorzuleben. Wir sind gekommen, um zu bleiben, bis es eine Lösung gibt. Wir wollen die Lösung sein oder vorleben und sie soll auch gemeinschaftlich und systemisch Gestalt annehmen. Ja, und obwohl wir eine Genehmigung mal wieder haben im Moment für dieses Zeltcamp, weil aus meiner Sicht die Gesamtlage sich weiter zuspitzt und viel zu gefährlich wird, als dass man da irgendwie ja, sagen kann, es ist im grünen Bereich oder man lässt das jetzt in Ruhe weiterlaufen. Also bei Corona sieht man, dass die Strategien weiterverfolgt werden und insgesamt also die Tendenz da hinzukommen zu so einer Wunsch. digitalen Diktatur. Diese Tendenz ist so bedrohlich, dass man da eben nicht Ruhe geben kann, sich nicht beruhigt fühlen kann.
Ja, und deshalb bin ich dahin jetzt in dieser Woche, um einiges auch zuzuspitzen. Also einerseits natürlich die Lage im Camp zu stabilisieren, die Kommunikations- und Sozialstrukturen. Das ist, glaube ich, gut gelungen. Also da sind wir, haben wir uns gut entwickelt, gerade in diesen Tagen. Und dann wollte ich meine größte Aktion bisher wahrscheinlich in meinem Aussteigerleben machen, nämlich dahin gehen und das Kanzleramt stürmen auf total pazifistische, künstlerisch-kreative Weise, auf sanfteste Weise. Wunsch, hast du es gehört? Wunsch. Naja, gut, dann mache ich eben fertig und dann gebe ich ab. Dass ich da also stürmen wollte, damit die Diskutierbarkeit solcher Grundfragen wie Korruption endlich ernst nehmbar wird in der Gesellschaft. Und habe gesagt, ich will ein erstes korruptionsbefreites Büro da reinbringen, eine Nachhaltigkeits- und Friedensagentur. Wenn ich das nicht kriege, wenigstens eine Strafanzeige. Und in einem sehr netten Austausch mit der Polizei, alles sehr freundlich, respektvoll und lieb, habe ich dann da meine Strafanzeige bekommen. Und ja, bin dann damit dann auch die anderen Tage im Zeltcamp gewesen. Und immerhin, also gab es so eine Situation, wo die ehemalige Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth dann auch bei uns vorbeikam und mit uns drüber sprach und ihrerseits auch beklagte, dass alte Träume nicht verwirklicht wurden bisher von den Politikern, nämlich dass man statt immer schnell auf die Schiene rechte Stärkeren oder militärische Schiene, dass man auf andere Schienen wie ausreichend miteinander reden und friedliche oder verantwortliche Lösungen finden, ja, dass das bisher nicht ausreichend gelungen sei. Okay, ich gebe ab. Wechsel 4. Ja, also der Punkt ist folgender. So toll das Gespräch zum Beispiel mit der ÖDP war, wo der Herr das quasi die ganze Partei auf GWÖ-GWO-Kombi gerne hinbewegen möchte in den nächsten Monaten, als Folge unseres Gesprächs, faktisch ist nichts passiert. Und der Punkt ist, müssen wir nicht nüchtern zur Kenntnis nehmen, dass wir einfach mit nichts durchdringen. Wechsel. Also ich kann dazu kurz sagen, Wechsel 2, ich ja. wechsle zwei, genau, ja. Also ich kann dazu kurz sagen, dass es nichts Besseres gibt für die Vernunft und Gewissenswürde des Menschen, als zu versuchen, diese sich anbahnende Katastrophe aufzuhalten, also da eine Alternative zu erschaffen zu dieser Willkürdiktatur, dieser digitalen Willkürdiktatur. Und auf jeden Fall erzeugt es im eigenen Inneren dann diesen Frieden mit der eigenen Vernunftseele. Und es gibt die Möglichkeit, mit anderen Menschen, und wenn es nur wenige sind, doch dann eine Form von Gemeinschaft zu bilden, die wirklich seelenerfüllend sein kann. Ja, dann kann ich ja mal weitermachen. Ich habe, glaube Wechsel ich, noch ein bisschen Zeit. drei. Ja, ich würde mich da auch anschließen. Also auch wenn jetzt die Situation, sag ich mal, sehr ja, schwierig aussehen mag, ist es, glaube ich, das Sinnvollste, was man tun kann, dass man eben nicht sagt, okay, ich vergnüge mich jetzt doch wieder in den alten kapitalistischen Irrtümern und betrüge mich damit dann wieder selber, sondern ich sehe es eigentlich als sinnvoller an, dann auf dem richtigen Weg weiterzumachen. Also jetzt nicht einfach das Handtuch zu schmeißen, sondern ein Stück weit auch dieses Leiden, was vielleicht damit verbunden sein mag, halt anzunehmen, weil das gehört, glaube ich, dazu. Und dann ist es wahrscheinlich auch wichtig, dass man halt also guckt, was für kleine Fortschritte hat man. Also ich habe jetzt hier im Camp neue Leute kennengelernt, neue Erfahrungen gemacht. Jemand hat mir meine Hose genäht. Also so kleine Dinge im Alltag, die auch ein Fortschritt sein können. Also, und wenn man die dann auch betrachtet, dann kann man vielleicht auch einen gewissen Fortschritt sehen und auch sehen, dass jetzt nicht irgendwie das alles sinnlos ist, was man tut. Ja, und ich gebe weiter. Wechsel 4. Excel 4 bin ich oder wer ist das? Bist du gerade erst reingekommen, ja?
Und schon eine Weile zu, also ich kann durchaus mitreden. Ja, im Moment. Wechsel 5 wäre das dann. Moment. Ein. So, Henning, dann kannst du ruhig Wechsel 5 sagen. Ja, Wechsel 5, um sich dieser Regel mal anzupassen. Ich muss dem Professor Spitz recht geben. Das, was wir momentan erleben, erlebe ich auch hier. Und ich habe in den letzten Tagen also Offenbarungen erlebt, die also seinesgleichen suchen. Ich werde mal von dem einen erst einmal erzählen und in der nächsten Runde von dem anderen. Ich habe heute die Meldung bekommen, digitale Meldung, dass also ein Post, den ich gemacht habe über den Professor Hörmann, wie ich ihm die Symbolik des Geldes erklärt habe, dass der gelöscht worden ist. Und zwar habe ich diesen Post an einer Seite gemacht von der Bilbao, Sarüsch, zur Bärensuppe, die auch in Berlin ist. Und die Bärensuppe oder das Buch von Sarüsch in diesem auf dieser Seite von der Bärensuppe besagt eigentlich, und das Buch, was sie auch geschrieben hat, stell dir vor, es gibt kein Geld mehr, ist eine wunderbare Sache. Da passt eigentlich auch mein Post optimal dazu. Aber nein, der Post wurde gelöscht, weil der Post letztendlich das Geschäftsmodell mit dem Buch, was sie geschrieben hat, kein Geld mehr verdienen kann. Und das ist so bezeichnend in dieser Zeit. Und ich habe noch eine andere, noch zwei andere Analogien, die dazu passen und von denen ich auch noch berichten werde. Zum einen hier, weil Bürgermeisterwahlen sind in Peru und auch Präsidentschaftswahlen in Peru sind und die letzten 7 Präsidenten wegen Korruption im Knast gelandet sind und auch noch im Knast sitzen oder im Gefängnis sitzen. Und zum anderen habe ich auch wieder eine öffentliche Debatte auf der Academia bezüglich einer Diskussion oder Kommission der EU-Debatte im Europäischen Parlament und über einmal über das Tun der Frau Präsidentin von der Leyen, dass die Kommission in der EU das zwar anprangert, es auch rechtlich auch anprangern mit allen Argumenten, die dafür sind, es auch schon vor 2 Jahren angeprangert haben, dass sie von der Leyen die Impfpflicht einführen will, diese Kommission. Und es passiert aber nichts auf dieser Ebene der Politik. Und damit hat der Professor Spitz recht. Es ist eigentlich nur ein Theater, ein Spiel von Argumenten, wo es eigentlich letztendlich in der Verwirrung darum geht, diese Argumente so zu verwirren, um ein Geschäftsmodell daraus und Profit daraus zu gewinnen. Und das offenbart sich jetzt an allen Ecken und in allen Zeichen, wie ich es erlebe und erleben, wie es eigentlich auch jeder erleben kann momentan. Und aus diesem Chaos herauszukommen oder auch aus dieser Offenbarung, ja, lass mich zu Ende, gibt es nur eine Möglichkeit und das ist die Selbstorganisation in der Selbstorientierung und das ist mein Bestreben und darüber erzähle ich dann in der nächsten Runde und Janik, gebe weiter. Janik, möchtest du doch deine Restzeit nutzen, vielleicht auch für eine Frage an jemanden oder so, oder gibst du die zurück und wir können die nächste Runde beginnen? Meinetwegen können wir die nächste Runde beginnen. Gut, Moment. So, dann gebe ich auch meine Restzeit zurück. Das wären nur noch 14 Sekunden, das lohnt sich nicht mehr. Dann mache ich die auch weg. Eins, zwei, drei, vier. Jetzt haben wir wieder alle volles Konto und der Henning hatte diesmal auch ein ganz volles Konto dann. Und Wechsel 4. Also, ich gehe mal noch weiter in derselben Richtung. Die Politiker haben freundlich, mit der Polizei ganz freundlich, aber letztendlich dir doch die Strafanzeige gegeben. Wer, warum? Wo ich glaube, wo ihr im Irrtum seid, Yannick und Öffi, ist, die Politiker müssen mit niemandem diskutieren.
Die haben vorher mit den Wählern diskutiert. Die Wähler haben sich für sie entschieden. Sie sind gewählt worden und jetzt haben sie nicht zu diskutieren, sondern zu entscheiden. Wenn, dann diskutieren sie innerhalb der Koalition, welchen Kompromiss sie wählen müssen, damit die Koalition nicht auseinanderbricht. Da müssen sie tatsächlich diskutieren. Aber letztendlich sind Politiker jetzt dazu da, zu entscheiden. Und die können jetzt zu euch sagen, liebe Leute, lasst euch doch, sprecht doch mit den Wählern und lasst euch von denen wählen. Baut die Partei des Gemeinwohls oder was auch immer aus oder ÖDP oder was auch immer und lasst euch wählen und dann könnt ihr entscheiden. Aber jetzt haben wir zu entscheiden und wir haben keine Lust, jetzt mit allen, die nicht gewählt wurden, zu diskutieren, wo wir genug Zeit brauchen, um mit denen, die gewählt worden sind, zu diskutieren, während die gar keine Zustimmung bei der Bevölkerung kriegen, mit denen können wir doch nicht diskutieren. Dafür können wir doch nicht jetzt die Frack und die Popperfrack einführen und so weiter. Da hätten wir ja viel zu tun, wenn wir mit all denen, die Wähler nicht wollen, diskutieren würden. Wechsel. Ja, von mir aus können wir sagen, Wechsel 2. Ja. Also ich glaube, Dylan, dass man so nicht argumentieren kann. Das machen ja noch nicht mal die Politiker auch, weil sie sind gewählt worden, egal welche Wählerschaften und vielleicht für welche speziellen Schwerpunkte sie gewählt haben. Sie sind natürlich gewählt worden, Ja, ich nehme es zur Kenntnis. Sie sind gewählt worden, um hier Demokratie durchzuführen und Ähnliches. Und also jemand wie ich könnte noch viel grundlegender an Sie herantreten und könnte sagen, Leute, ihr verfügt über mich oder erhebt einen Verfügungsanspruch, der überhaupt gar nicht demokratisch legitimiert ist, weil ich wurde nicht gefragt und ich sage Nein zu verschiedenen Systemstrukturen. Trotzdem werden diese Systemstrukturen über mich ausgeführt. Und dann ist es eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass man bereit ist, darüber zu reden. Das heißt nicht, man muss mit jedem reden, aber man sollte gucken, wo sind die Argumente so klar und so stark, dass man gut daran tut, wenn man überhaupt für Demokratie, für miteinander reden und Argumentekultur sein will, was sie ja eigentlich alle theoretisch sein wollen. Ich gebe ab. Wechsel 4. Ja, ich wollte nur ganz kurz nachhaken, Öffi. Welchen Beweis hast du dafür, dass die nicht nur gedacht haben, wir reden mit denen, die gewählt worden sind und ja, da sind wir jetzt mal nett zu dem Öffi und so weiter, ja, damit das auch alles nicht eskaliert, aber in Wirklichkeit interessiert uns das alles gar nicht näher. Wechsel. Ja, da kann ich direkt zu sagen, also es war ganz toll, es wird wahrscheinlich auch noch eine Videoaufnahme veröffentlicht von dem Gespräch zum Beispiel mit der Rita Süssmuth. Und die hat gesagt, dass sie das im Grunde genommen wertschätzt und uns auch ein Stück weit ermutigt, dass das Problem der Korruption so ein Riesenproblem ist. Das hat der Henning ja jetzt auch gut veranschaulicht mit den 7 Präsidenten im Gefängnis. Und wir bräuchten nicht nach Peru zu schauen, um klarzukriegen, dass da eben also ganz schlimme Wurzeln des Übels in der Gesellschaft sind. Und die Frau Süssmuth kam nicht nur zu uns, hat sich auf das Gespräch eingelassen, sondern hat in diesem Gespräch eben auch gesagt, dass sie das ja mit Bedauern eben feststellen muss, dass bisher so ein Schienenwechsel von Durchsetzung mit äußerer Gewalt oder militärischen Mitteln auch weltweit hin zu einem ausreichenden wir sprechen miteinander und gehen nach Argumenten statt Fäusten nicht gelungen ist, dass die Politiker das nicht geschafft haben. Und ich finde das toll, dass sie den Schritt gemacht hat. Ja, ich danke dir. Ich gehe auf den Wunsch gleich ein. Ich danke ihr, dass sie da gekommen ist. Ich danke ihr, dass sie das so offen auch beim Namen genannt hat. Und das verstärkt eben meinen Standpunkt, dass wir alle guten Grund hätten, auch die demokratieinteressierten Politiker, wir hätten guten Grund, uns da ganz anders für zu öffnen und zu gucken, wie so ein Schienenwechsel hin zu Argumente statt Fäuste irgendwie ernsthaft möglich werden kann. Ich gebe ab. Wechsel 4. Ja, aber das ist, da sagt man normalerweise Thema verfehlt. Denn die Frage ist ja nicht, sie hat nämlich gesprochen davon, dass diese Kriegssituation, dass da also wieder Fäuste statt Argumente
wieder abgelaufen sind. Ja, also, aber dein eigentliches Anliegen ist ja, dass die Politiker sich entscheiden, dass sie die Frack einführen, unabhängig davon, dass du nicht gewählt worden bist. Und also unabhängig von der Frage, wer gewählt worden ist. Und da glaube ich, da hat sie einfach nur abgelenkt, denn also ja, ich gebe erstmal ab und dann, ich habe gerade was vergessen. Wechsel. Ja, ich kann das aufgreifen. Wechsel 2 dann. Also ich habe alles ihr gegenüber angesprochen. Ich habe gesagt, das mit Putin ist nur ein Ausdruck, dass nicht ausreichend geredet wird und argumentative Konfliktlösung angestrebt wird, sondern zu schnell gleich wieder zu den Bomben gegriffen wird. Und zumindest gleichzeitig, während man bombt, könnten alle Seiten, bin ich ganz sicher, eine andere Intensität der argumentativen Klärung und Konfliktlösung betreiben, als es geschieht. Und das habe ich ihr Wunsch. eben auch gesagt. Ja, ich nehme es zur Kenntnis. In der ganz allgemeinen Form habe ich gesagt, würde ein Bekenntnis zu Argumente statt Fäusten ja bedeuten, dass man dann hingehen müsste. Und dass man schauen müsste, zum Beispiel, gibt es überhaupt eine einzige Informations- oder Meinungsfreiheits- oder Austauschplattform, wo alle Argumente ungefiltert draufkommen könnten? Und jetzt ganz wichtiger Punkt, wo man versucht dann auch Methoden so gut wie möglich zu entwickeln oder ausreichend zu entwickeln, die eben nach Argumentequalität gehen können, statt nach Korruptionseinflüssen. Was es ja in der Form, also zumindest in relevanter Form in der Gesellschaft, nicht gibt. Also unser kleines freie Argumente-Kulturforum ist ja ein Randsplitter, bei weitem nicht in der gesellschaftlichen Relevanz, dass das jetzt wirklich ja zu einer Leitorientierung werden könnte. Ja, also auch das kam im Gespräch vor und ich denke, ihr war auch sehr bewusst, dass diese Problematik eben, wir erreichen noch keinen ausreichenden Schienenwechsel von äußerer Durchsetzung oder gewaltsamer Durchsetzung auf Argumente. Durchsetzung. Das war ihr bewusst und sie hat uns, glaube ich, in diesem Sinne auch ermutigt, dass wir da dranbleiben sollen für so einen Schienenwechsel. Ich gebe ab. Wechsel 4. Ja, aber genau das lenkt auch wieder von dem entscheidenden Punkt ab, nämlich denn die GWÖ-GWO-Kombi ist das einzige System, das ich kenne, das sowohl die Politiker zwingt zur Dauerfrack, als auch die Medien zwingt. Denn dass wir keine Plattform haben, ist ja, weil wir die Medien sind in der Hand der Großparteien und die wollen gar keine echte Frack. Und die Medien sind in der Hand der Großkonzerne, die mit den Werbespots die Gehälter der Journalisten bezahlen. Und die wollen auch Wunder. keine Frack. Ja, Wechsel. Ja, Wechsel 2 dann. Ja, du magst ja auch mit dieser Kombi von GWO, GWÖ da Mechanismen dann haben, wo du dir auch von versprichst, dass dann ein Stück weit die Politiker oder die mächtigen Eliten auch nicht über uns bestimmen oder die Macht haben, sondern dass diese Mechanismen umgekehrt die Politiker in ihre Macht hineinnehmen, also entmächtigen. Entmachten. Ja, aber du bist dir dabei, wir waren ja in früheren Gesprächen schon an diesem Punkt, du bist dir im Klaren auch, dass für die Einführung dieser Mechanismen, ja, Dankeschön, für die Einführung dieser Mechanismen, da muss man, bevor die Politiker dann eben irgendwie entmachtet würden, erstmal hoffen, dass man genug an diese Eliten und an die Politiker rankommt, um mit ihnen doch so einsichtsvolle Verantwortungsbereitschaft zu bekommen, dass der Schienenwechsel da irgendwie in verschiedener Form überhaupt angepackt werden könnte. Wechsel 4. Ja, eben genau das ist ja der Punkt. Wir haben in der GWÖ-GWO-Kombi, das ist das einzige System, wo wir erstens die Bundesliga der Landesregierung haben. Und ich habe ja letzte oder mal schon gesagt, dass wir die Politiker sehr gut ausbezahlen müssen, damit sie dann für die nächste Generation der Politiker zustimmen, dass die dann Leistung bringen müssen, nämlich die Türen für die Frack öffnen müssen, weil sie nur dann, wenn sie alle neuen Informationen mit zu diskutieren und zur Kenntnis nehmen und diese umsetzen, um das Leben der Wählenden zu verbessern, nur dann können sie sich in der Bundesliga der Landesregierung oben halten. Und die Medien können nur noch überleben, wenn die Zuschauer, wenn Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand
inklusive Wohlfühlstimme aller Kunden, also aller Zuschauer und Hauptfans eines bestimmten Senders zum Beispiel, sich positiver entwickeln als die bei anderen Sendern. Und nur so kriegen wir wirklich eine Demokratie hin. Wechsel, also piep, piep, piep. Jetzt haben noch nur Yannick und Henning Konten Zeit. Ja, ich musste erst das Mikrofon finden. Wechsel 5. Zu dem ganzen Thema Korruption. Da habe ich jetzt in den hier vor Ort, wo also Bürgermeisterwahlen sind, die Chance wahrgenommen, weil es gibt hier donnerstags immer die Möglichkeit, wo sich der Bürgermeister präsentiert mit seinem Programm zur Wiederwahl und wo auch Bürger hingehen können und sagen können, was ihr Anliegen ist, was der Bürgermeister dann umsetzen könnte. Und ich habe den Bürgermeister halt gefragt, was denn das größte Problem ist, was wir aktuell hier in Lima oder auch in Peru und auch auf der ganzen Erde zur Lösung anstellt, welches das größte Problem ist. Und wir kamen dann auch überein, dass also die Korruption eines der größten Probleme aktuell ist. Und dann habe ich Ihnen die zweite Frage gestellt dazu. Was ist denn Korruption überhaupt oder was ist die Ursache von Korruption? Da kamen zwar auch viele Antworten, aber nicht die richtige. Und dann habe ich Ihnen gesagt, dass Korruption ein energetischer Prozess ist von Energiemangel. Weil in dem Moment, wo Energiemangel im Raum ist, geht etwas auseinander. Es korrumpiert, es zersetzt sich. Und um das genauer zu erklären, wollte ich eine Präsentation haben, also vor einer Woche, und hatte um einen Termin gebeten. Jetzt war ich letzte Woche Donnerstag wieder da und da hat mich der Bürgermeister bei der Hand genommen und hat sich in seinem Team mich vorgestellt, was meine Arbeit ist, und ich durfte es erklären. Und es wird wunderbar, es wird gut, weil das Wissen dazu auch jetzt in die Welt kommt. Weil es war bislang nicht in der Welt, es ist immer verdrängt worden. Und die Welt ist im Grunde genommen immer nur das eigene Gedankenkonstrukt meiner Erfahrung, meiner Selbsterfahrung, von Informationen, die ich aufgenommen habe und was mein Denken und meine Glaubenssätze sind. Das ist meine Welt. Aber diese Welt unterscheidet sich bei allen Individuen von jedem Andersdenkenden. Und wir sind alle Andersdenkende. Aber in dem Zusammenkommen aus der Trennung, dass wir uns getrennt mit Worten kommunizieren, also mit der Sprache und mit der Schrift. Das Zusammenkommen ist das, was jetzt auch wieder passiert ist. Das, was die Hopis auch sagen und prognostizieren, dass die wirkliche Kommunikation, die energetische Kommunikation, die Lichtkommunikation, die ist nonverbal. Und da hatte ich auch gestern ein sehr schönes Gespräch, öffentliches Live-Gespräch mit dem Oliver Tappe, der in USA bei dem Monroe-Institut arbeitet. Und da geht es um Methoden und Techniken außerkörperlicher Erfahrung. Und es kam eigentlich sehr gut zum Tragen, dass Bewusstsein mehr ist als unser Leib oder Körper. Das heißt, Körper ist ja eigentlich nur ein toten Sachenrechtsbegriff, während der Leib eigentlich das Lebendige des Lebens ist. Und der Leib ist auch nur Teil von Seele und Geist. Und Seele und Geist ist genauso lebendig wie der Leib oder unser Leib. Und in der Einheit, im Zusammenwirken nach der Trennung, die jetzt zu Ende geht, sind wir auch wieder eine Menschheitsfamilie, ein Leib, ein Bewusstsein. Und das können sich viele noch gar nicht vorstellen, richtig, weil die Kommunikation, die wir dann haben auf energetischer Lichtbasis in Form vom Fühlen oder in Form vom Wahrnehmen unserer aller 12 Sinnesorgane, wird nonverbal so gigantisch sein, dass man es mit Worten auch gar nicht aussprechen kann. Nur den meisten Menschen fehlt einfach diese Vorstellungskraft, dass wir wieder in eine Lebensform kommen, wo wir miteinander vor Ort kommunizieren können und nicht mehr in Gedankenkonstrukte von irgendwelchen vergangenen Regeln, sondern im jetzigen Erleben, was etwas völlig anderes ist. Das jetzige Erleben in jedem Moment des Jetzt, in dem wirklichen Leben des
des Momentes, wo also die Bewegung des Lichts und des Lebens stattfindet in den energetischen Wandlungsprozessen, wo man selber entscheiden kann, wo jeder selber entscheiden kann, welche Informationen nehme ich an, lasse ich auf mich wirken oder mit mir wirken, oder welche Informationen gebe ich aus und oder gehe ich, mit welcher Information gehe ich in Resonanz. Und das Gute ist, das kommt jetzt auch wieder auf die Erde, und diese Resonanz des Guten wird zunehmen. Das heißt also, Gewalt und alles weniger Gute wird auf dieser Erde verschwinden. Ganz allmählich und sachlich. Ja, bitte, ich bin fertig. Ich gebe weiter. Nur noch Janik hat. Dann kann ich ja noch mal ein paar Worte sagen. Also ich... Ich habe jetzt versucht, konzentriert zuzuhören, was ihr gesagt habt, und bemühe mich darum, das zu verstehen und mir meine Gedanken dazu zu machen. Fällt mir nicht immer leicht. Und bezüglich Öffi und Dylan habe ich jetzt eben versucht, oder da war ich jetzt gedanklich bei der Sache, dass ihr ja wohl verschiedene Herangehensweisen habt, was jetzt um eben die Lösung, sag ich mal, anzusteuern. Genau, das habe ich eben wahrgenommen und würde jetzt einfach mal versuchen, weiter konzentriert zuzuhören und meine Restzeit dann auch abgeben, ja. Neue Runde, Wechsel 4. Ich glaube, jetzt sind wir wieder beim Kernpunkt angekommen, nämlich dem Eigennutzthema, dem bedingungslosen, vergeltungslosen Schenken. Aber eins nach dem anderen. Henning hat ja richtig gesagt, Korruption. Im Moment, Höffi, interessieren die Politiker, die Wählenden und du als Bürger gar nicht. Denn die Wählenden interessieren ja immer nur ganz kurz vor der Wahl, wenn es darum geht, Honig ums Maul zu schmieren, um die Stimme abzukassieren. Danach ist der Wähler vergessen und die Freunde von der Wirtschaft und von den Lobbyisten, die sind wichtig. Ja? Weil man da nämlich das entscheidende Geld in seiner Karriere kriegt. Siehe Gerhard Schröder, Gazprom. Ne? Und das müssen wir ja erstmal technisch ändern, dass die Politiker überhaupt ein Interesse an den Menschen haben und an den Wählenden. Und das geht halt, kenne ich halt nur die GWÖ-GWO-Kombi mit der Bundesliga der Landesregierung und mit der Medienreform und so weiter. Und dann, aber der Kernpunkt ist das Eigennutzthema. Öffi, du bietest den Politikern keinen Eigennutz an. Ich glaube, dass die Gespräche, Wunsch, ja, also aussprechen bitte, denn wir machen ja Radio, Wunsch, also Öffi sagt Wunsch. Ja, ich mache nur kurz den Gedanken zu Ende. Ich biete den Leuten Eigennutz an, weil Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand der Politiker werden durch die GWÖ-GWO-Kombi verbessert. Und sie werden fürstlich ausbezahlt, sie kriegen also finanziell keine Einschränkung gegenüber dem Jetzt-Zustand. Aber Öffi bietet ihnen diesen Eigennutz nicht an. Und das ist zu wenig. Ich wechsle. Wechsel 2? Ja, Wechsel 2. Ja. Ich biete ihnen viel mehr an. Ich biete ihnen an, dass sie ihr eigenes Wohl mit dem Wohl der Welt verbunden fühlen können. So einen kosmischen Einheitsrausch oder was weiß ich, den du, Dylan, ja auch kennst, ne, und der das höchste Glück ist. Aber ich will mal rein verfahrenstechnisch drauf kommen, warum das eben sinnvoll ist, jetzt die Politiker so anzusprechen, wie ich das versuche, ne? Und mit ihnen erstmal ins Gespräch zu kommen, wie können wir die Entwicklung in der Welt halt verantwortlicher, nachhaltiger, besser, wie auch immer wir das nennen, gestalten. Denn im Moment ist es ja so, Dylan, auch wenn du dir vorstellst, mit der Bundesliga, der Landesregierung oder was auch immer man sich da ausmalt, im Moment
Verfügen wir nicht über die Korruptionsmittel, um die Politiker besser zu kaufen, als es die Wirtschaft machen würde? Im Moment müssen wir erst einmal, wenn wir überhaupt jetzt an Veränderungshebel oder Möglichkeiten rankommen, wir müssen mit ihnen sprechen. Wir müssen, bevor irgendetwas sie entmachten kann, ob wir oder irgendwelche Mechanismen auch von GBO, GBÖ, GWO-Kombi oder wie auch immer, wir müssen erstmal mit ihnen in ein vernünftiges Gespräch zumindest so weit kommen. Wunsch. Ja, nehme ich zur Kenntnis. Zumindest so weit kommen, dass sie mit sich reden lassen, eine solche positive Veränderung ja mit einzuschienen oder sich einschienen zu lassen. Wobei das eben aus unterschiedlichen Motiven geschehen kann. Ob jetzt, indem sie das Versprechen bekommen, weil jetzt haben wir die Knete noch nicht, ob sie das Versprechen bekommen, dann mehr Korruptionsgeld von uns zu bekommen, als sie es jetzt irgendwo anders her bekommen könnten. Oder ob sie ein Gewissen und eine Verantwortungsmoral in sich haben, dass sie sagen, ja, das ist doch eigentlich echte Demokratie oder ist auch verantwortlich gegenüber den Kindern der Zukunft. Wie auch immer. Ich meine, der eine mag dann aus dem einen Motiv, der andere aus dem anderen Motiv eine gewisse Aufgeschlossenheit aufbringen. Aber erstmal versuchen wir jetzt doch alle, auch du, im Gespräch an sie heranzukommen, um sie für die vernünftigeren Konzepte aufgeschlossen zu machen. Wie es eigentlich ja auch ihr Auftrag wäre, weil sie sind nicht gewählt worden und die Verfassung sieht nicht vor, dass die Politiker da sind, um sich korrumpieren zu lassen, sondern um Verantwortung fürs Gemeinwohl oder fürs Gemeinwesen zu übernehmen. Okay, ich gebe ab. Wechsel 4. Der Riesenunterschied ist, dass ich sie an dem Eigennutz anspreche. Ich rufe an und die ersten Worte, die ich sage, wir möchten Ihnen 15% mehr Wählerstimmen schenken, wir möchten Ihnen ein Wirtschaftswunder von 500 Milliarden jährlich schenken und so weiter. Ich packe Sie also an Eigennutz. Ja? Und warum? Da, glaube ich, sehe ich den größten Irrtum der Schenkerbewegung, nämlich dass sie wirklich glaubt, dass dieses Vergeltung, dass der Mensch erstens ein sehr geistiges Lebewesen sei und gedanklich gesteuert werden könne. Das dagegen spricht die gesamte Naturwissenschaft. Und ja, ich mache nur noch zu Ende den Gedanken, dass, und der zweite Punkt ist, dass ich gleich dann nachher auch noch alle die entscheidenden Argumente bringen würde, warum aus naturwissenschaftlicher Sicht bewiesen ist, dass es das eigennutzfreie, vergeltungslose Schenken gar nicht geben kann. Wechsel. Ja, Wechsel 2. Du siehst das zu einschienig, also auch wie Schenker oder wie ich drauf sind. Denn wenn ich mit den Politikern ins Gespräch kommen kann, dann sage ich ja als erstes immer, lassen Sie uns jetzt nicht hier nur ein paar Minuten, sondern lassen Sie uns einen Kommunikationsfaden entstehen, womit wir schauen können, dass wir Grundfragen der Gesellschaft überhaupt eben jetzt ernstnehmbar offen behandeln können. Und wenn ich dann weiter mit Ihnen sprechen kann, also wenn solche Fäden irgendwie entstehen, dann würde ich Ihnen ja auch sagen, ich spreche mit Ihnen gerne so, dass ich Ihnen das angenehm und erstrebenswert erscheinen lassen kann, hier jetzt nötige Veränderungen in der Welt durchzuführen. Und ich würde Ihnen auch sagen, also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Eigentlich, Sie könnten natürlich Ihre eigenen Aufgabe, die für Sie vorgesehen ist, jetzt hier also für die Gesellschaft Verantwortung zu übernehmen in der Steuerungsfunktion, das kann für Sie ein Grund sein, um zu sehen, hier gibt es jetzt vernünftige Argumente, die eben klar sagen, wie es verantwortlicher zugehen kann. Oder wir sehen zumindest, dass es dringend nötig ist, da gemeinsam drüber nachzudenken und nach Argumentequalität zu gehen. Aber ich würde dann auch sagen, also falls Sie eben jetzt nicht dieses Motiv haben, sondern falls es so ist, dass Sie eben ja auch Ihre Existenz jetzt aufgebaut haben auf Ihren Beruf und dass Sie da Ihre Perspektiven sehen wollen. Also ich stehe für verschiedene Schienen. Ja, danke schön, ich nehme den Wunsch zur Kenntnis. Ich stehe für verschiedene mögliche Schienen und da ist auch eine Schiene mit bei, wodurch Sie mehr Vorteile, auch äußere Vorteile haben können, als wenn Sie jetzt da sich von der Wirtschaft weiter irgendwie bestechen lassen oder dass Sie gucken würden, welchen Folgeposten in der Wirtschaft kann man später annehmen.
Also in dem Angebot, was ich mache, da nehme ich gerne die von dir vertretene GWÖ-GWO-Kombi mit auf und die Möglichkeit, dass die Politiker, wenn nicht aus Verantwortungsbewusstsein, dann aus ja auch besserem Auskommen, besserem Erreichen der von ihnen beabsichtigten Erfolge ihres Lebens, dass sie aus irgendwelchen Motiven dieser Art mitmachen könnten. Gebe ab. Ja, Wechsel 4. Ja, gut, das höre ich gerne, dass du das sagst, dass du durchaus dem Politiker auch etwas ja, für ihn Irdisches, Erkennbares bereit wärst zu geben. Schließlich können wir das mit der GWÖ-GWO-Kombi locker finanzieren mit 500 Milliarden jährlich plus, durch die Hälfte der Kranken nur noch in Deutschland und so weiter. Aber jetzt komme ich zu den Hauptargumenten. Spinnen und Löwen zeigen es ganz deutlich, dass DNS nicht zum selbstlosen, vergeltungslosen Schenken in der Lage ist. Spinnen fangen Beute, halten sie den Frauen hin, den Weibchen hin, begatten sie und dann sind sie sogar oft noch so egoistisch und so eigennützig, dass sie das Futter den Frauen wieder wegnehmen, nachdem sie sie begattet haben. Aber die, zum Beispiel die schwarze Witwe, die dreht das ganze Und Spiel um. Was? ich habe einen Wunsch, also Ja, führe ruhig zu ich Ende, mache ich nur würde da noch den gleich gerne was Gedanken zu zu sagen. Ende. Ja. Und die schwarze Witwe, die macht das noch krasser. Die sagt: Männchen, jetzt hast du mich begattet, jetzt fresse ich dich, damit du deine eigenen Eier ernährst. Ja? Und das ist alles brutalster Eigennutz. Und ich komme nachher zu den Löwen, aber erstmal Wechsel. Ja, also wenn man das jetzt, sage ich mal, Wechsel im 3. Tierreich, genau, Wechsel 3, ja, wenn man das dann im Tierreich beobachten würde, heißt das ja nicht, dass das automatisch auf uns Menschen übertragen werden kann. Also wenn jetzt eine andere Wunsch. Tierart, ja, ich führe kurz zu Ende, wenn eine andere Tierart das so macht, heißt es ja auch nicht, dass es dann, wenn es in der Natur vorkommt, dass es automatisch das Richtige sei. So, ne? Und jetzt muss ich mal kurz überlegen. Ja gut, ich lasse es erstmal so stehen und gehe auf deinen Wunsch ein. Wechsel 4. Ja, die Löwen zeigen es ganz deutlich nochmal. Die Löwen töten erst Rivalen, schlachten die ab, wenn es geht. Manchmal vertreiben sie sie nur. Und dann schlachten sie als erstes die Babys der Frauen, mit denen sie zukünftig Kinder haben wollen, ab. Und die Frauen fordern die Mörder ihrer Babys dann zum Sex auf. Das zeigt, dass es diese brutale Eigennutzstrategie zur Vermehrung der eigenen Fortpflanzungschancen so brutal ist. Und die Bonobos sind nicht friedlicher, sondern die machen diesen Eigennutz halt über das Schenken. Aber das ist nach wie vor Eigennutz, weil DNS nicht anders kann. Wechsel, also piep, piep, piep. Okay, Wunsch, Ja, ja, mach. Wechsel 3. okay, Wechsel 3. Ja gut, aber nur weil man das jetzt vielleicht so beobachten mag, jetzt sowohl bei den, selbst wenn es jetzt bei den Bonobos oder auch bei den Löwen so ist, wir können uns doch nicht danach richten, was jetzt irgendwelche anderen Lebewesenarten auf diesem Planeten machen und können doch dann. Und gut, wenn jetzt ein Wissenschaftler meint, also ich wüsste nicht, wie man dann genau dieses Verhaltensmuster irgendwie festgeschrieben in der DNS, wie auch immer, finden kann. Und selbst wenn, also dann heißt es ja nicht, dass man das nicht vielleicht auch umprogrammieren kann. Ist es nicht so, dass alle Zellen irgendwie ständig in einem, was heißt Wandel, aber in einer Art, wie diese Strings, glaube ich, in einer, ja, Wandel auch sein können. Also das heißt ja nicht, dass es dann richtig ist, nur weil es in der Natur vorkommt oder auch nur weil es jetzt Wissenschaftler meinen, entdeckt zu haben. Also dann kann es ja trotzdem falsch sein und dann ist es ja kein Grund, das als festgeschriebenes Gesetz zu sehen und sich dem dann anzupassen, ne? Wenn es jetzt, sage ich mal, von der Richtigkeit her nicht stimmt. Genau. Und ich gebe weiter. Wechsel 5.
zu diesen Tiergeschichten, diesen Naturprozessen habe ich etwas anzumerken. Die Tiere benutzen als Eigennutz kein Geld, so wie du es immer auch darstellst oder in der Wirtschaft dargestellt wird als Eigennutz. Da ist ein großer Unterschied, weil ich habe noch kein Tier kennengelernt, das mit einem Geldbeutel rumläuft. Das eine. Das andere, energetische, epigenetische Prozesse führen dazu, dass also die Erhaltung eines Gens oder eines Lebewesens dazu beiträgt, unterschiedlichste Formen von Regeln unterschiedlichste Formen von Regeln zu erschaffen und zu kreieren. Das ist der Sinn der Natur. Und welches letztendlich überlebt, welche Form, ob die nun brutal ist oder nicht brutal ist oder weniger brutal oder die eine Form hat oder die andere Form hat. In der Natur wird es niemals wieder Geld geben. Das ist schon mal die eine Form, die natürlich überhaupt gar nicht existiert. Die wird untergehen. Und die andere Form ist die, dass also epigenetische Prozesse immer häufiger werden, beziehungsweise auch Nahtoderlebnisse, dass also das Leben mit dem Tod gar nicht zu Ende ist, sondern dass es energetische Prozesse gibt. Und das hatte ich auch, wie gesagt, gestern in dem Gespräch mit dem Oliver Tapper. Das Bewusstsein, also das, was wir erleben und wahrnehmen und fühlen, wesentlich mehr ist als unser Leib und unsere Seele und der Geist. Und dieses Bewusstsein, das ist das, was auch immer größer wird, weil als ich Kind war und zur Schule ging, da gingen noch Vertreter im Dorf rum und haben Brockhaus-Bücher verkauft. Die konnte man noch bequem in einer Aktentasche tragen. Das sind dann aber mit der Zeit mehrere Bände geworden. Und ja, heute kann man das Bewusstsein oder das Wissen, was unser Bewusstsein letztendlich auch ausmacht, nicht mehr an der Haustür verkaufen. Es sei denn nur noch über Internet, über was weiß ich wie viele Dateien. Aber das passiert dann auch nicht mehr an der Haustür. Und dieses Bewusstsein ist etwas, was größer wird und was expandiert und was, wo wir auch wieder in Einheit gehen werden, in einer Kommunikation und in einer Sprache, die der Basis allen Lebens zugrunde liegt. Und die ist nonverbal, auch wenn sich das keiner vorstellen kann. Ich weiß, wie es funktioniert. Ich werde es auch hier in Peru den Menschen erklären können und dürfen demnächst. Und Politik hat damit ausgedient. Dieses Machtsystem Politik hat mit nonverbaler Kommunikation, die vor Ort genauso wirksam ist wie auch im überörtlichen Bereich, durch Anbindung der Seele oder des Bewusstseins oder was der Dr. Volkammer als 600 Gramm gemessen hat, was sich vom Leib trennen kann und auch mit dem Erwachen wieder spontan anhaftet an den Leib. Es ist etwas, was wir wissenschaftlich noch nicht erklären können. Und ich bin einer derjenigen, der auch epigenetisch umprogrammiert worden ist. Das heißt also, der Erhalt der Gene oder auch das Dogma, dass Gene etwas Festgelegtes sind, ist einfach definitiv falsch. Und das haben wir auch in der stillen Diplomatie belegen können durch Yoga-Übungen in Gefängnissen, wo also Marker von Gewalttätigkeit reduziert worden sind durch Yoga-Übungen. Und Gewalt ist ein Werkzeug, das auch immer weniger wird. Was wir auch im Außen, auch gerade in Bezug zum Ukraine-Krieg sehen, da wird zwar noch geschossen, aber das ist mehr medial als wie wirklich tatsächlich. Und dieser Krieg tobt ja auch nicht erst seit einem Jahr, sondern auch schon seit mehreren Jahren. Und der Krieg hat eigentlich damit angefangen, dass also Rechtsgeschäfte und auch Labore in der Ukraine erschaffen worden sind von Amerikanern, von Biden Hunter und also dem Sohn des Präsidenten Bidens. Und diese Rechtsgeschäfte, die dort gemacht worden sind, die hat der Putin halt eben mal gerade eliminiert. Und das war eben seine Operation. Und daran wird immer noch weiter dran aufgestachelt, um diese Rechtsgeschäfte aufrechtzuerhalten. Aber sie werden alle kaputt gehen, diese Rechtsgeschäfte. Sie sind
Von den Naturprozessen her, von den energetischen Prozessen her, haben sie keinen Bestand, weil sie reine Gedankenkonstrukte sind. Ja, danke. Und da muss ich dem Professor Spitz recht geben. Diese Gedankenkonstrukte in der Politik haben keinen Bestand. Und damit gebe ich weiter und ab. Nur noch Janik hat Uhr. Ja gut, dann würde ich jetzt meine restliche Redezeit abgeben und dann können wir gerne weitermachen. So, die nächste Runde beginnt, Wechsel 4. Ja, Janik, da muss ich nochmal auf Dr. Spitz zurückkommen. Für mich ist deswegen das Resümee, dass ihr eben sehr stark glaubensorientiert seid, wie Dr. Spitz ja, Professor Spitz ja sagte. Denn die Naturwissenschaft hat tausendfach untersucht und hat immer festgestellt, der Mensch ist nichts anderes als die Spinne und der Löwe. Vollständig eigennutzorientiert, nur dass bei Bonobos und bei Menschen eine friedliche, schenkende Lebensform des Wettbewerbs und des Vergeltens gewählt wurde. Und übrigens zu Henning sei gesagt, die Spinne zahlt durchaus. Die zahlt ja mit dieser Beute, nur dass sie kein Geld hat. Tiere haben natürlich kein Geld, ja, aber die zahlen mit Naturalien. Ne? Und von daher ist also sozusagen, jetzt kommt es zu dem letzten entscheidenden Argument. Also erstmal war das Argument, für mich ist da die Schenkerbewegung glaubens- und hoffnungsorientiert, dass der Mensch anders sei. Aber erstmal das Zentralargument ist ja, in der Evolution stirbt jedes Lebewesen aus, das dieses vergeltungslose Handeln kann, weil es wegen dieser Vergeltungslosigkeit nicht überlebensfähig ist in der Evolution. Jetzt kommt das Hauptargument. Milliarden Menschen auf der Erde gieren nach Pornografie und nach Prostitution und nach Sex. Damit bestätigt das die Tatsache, dass ich sage, der Mensch ist genetisch eigentlich ein Gruppenehe-Savannen-Bonobo mit ganz viel Sex. Und das wird aber auch bestätigt, dass die ganze Erde ist voll von Pornografie und Prostitution, weil die Leute alle die Gruppenehe anstreben, immer wieder vom Sexleben her. Aber, und das, obwohl es ein Tabu ist, Sex ein Tabu ist, aber ich kenne fast niemanden, der vergeltungsloses Schenken danach giert, nach vergeltungslosem Schenken, obwohl das kein Tabu ist. Ja, das ist für mich auch nochmal ein ganz ausschlagendes Argument. Pornografie, da gibt es ja, gibt's ein Tabu dagegen und trotzdem gieren die Menschen danach. Und Schenken gibt es kein Tabu, das wird sogar eher moralisch gestützt und danach gieren die Leute gar nicht. Wechsel. Wechsel 2? 5. Zu diesen Gieren, das ist eigentlich nur eine, ja, wie soll ich sagen, ist im Grunde genommen die Ursache von Korruption, wo die Ursache von Korruption ist auch, dass die Ursache des Gierens ist eigentlich der Energiemangel. Der Energiemangel, nicht ausreichend mit Energie versorgt zu sein. Das hat sowohl einen bedingungslosen Schenkencharakter, der immer mehr verloren gegangen ist, weil man diesen bedingungslosen Schenkencharakter in Form von Geldwerten und Tauschwerten indoktriniert hat. Und dieses ist aber ein Prozess energetischer Prozesse, die einem Zyklus unterliegen. Und dieser Zyklus des Tauschen und Täuschens geht nun mal zu Ende. Und der geht immer mal zu Ende. Und der ist auch schon öfters zu Ende gegangen. Dafür gibt es genug Beweise in der Archäologie. Moment. Die epigenetischen Prozesse oder die Energien, die auch auf die über die Epigenetik, also sprich über die Epiphysis, über die Haut wirken, sind Kräfte, die die Gene verändern und den Menschen auch wieder zu dem machen, was er eigentlich ist, zu einem Bewusstsein in Einheit. So, bitteschön. Wechsel 4. Ganz kurz nur, das hatte ja auch schon Janik angesprochen, so diese Vorstellung, ich nenne es die Fantasien von den Strings oder der Quantenphysik
Und das, was Henning nennt, ist ja auch eine völlig andere Physik, was ja bedeutet, dass er sagt, dass alle Physiker der Erde, die Masse der Millionen oder Tausenden Physiker der Erde sich völlig irrt und die Physik völlig falsch sei. Aber genau das ist das, was ich mit Glaubensorientiertheit sage, das sind Wunschgedanken, das sind alles längst widerlegte Wunschgedanken, dass die Welt anders sein möge, als sie ist und dass sie nicht diesen grausamen Eigennutz hätte. Aber Wunsch, sie Wunsch, haben Wunsch. Die, ja, Wechsel. Die Welt ist ein Wechsel geistiges fünf, ja? Gedanken. Wechsel 5, ja. Die Welt ist ein geistiges Gedankenkonstrukt, das nicht energetisch in dem Lebensprozess des Jetzt ist, in der Bewegung von Licht oder Energie. Das Leben ist aber Bewegung und Energie. Und das ist eigentlich die Täuschung oder die Selbsttäuschung auch der Wissenschaft, dass sie eine Wissenschaft, im Grunde genommen haben wir eine Bezahlwissenschaft, die von finanziellen Mitteln abhängig ist. Und auf der anderen Seite nur Theorien entwickelt, die aus dem Nichts entstanden sind, also auch energielos sind letztendlich. Außerdem bestreite ich nicht, dass die Wissenschaft in dem Sinne, wie du das sagst, sondern der Physik, sondern die Physis der Bewegung von Licht ist energetisch. Und die Bewegung ist hier auch in einem Denkmal in Peru, in einer der ältesten Urkultstätten auf der Erde, als Beweis dargestellt. Nicht nur symbolhaft, auch physisch. Und das widerlegt eigentlich all das, was Wunsch, du eben gerade gesagt hast. Wunsch. Ja, bitte. Wechsel 4. Ja, ganz kurz nur. Warum verspüre ich keinerlei inneren Wunsch nach bedingungslosem, vergeltungslosem Schenken? Und warum verspüre ich den Wunsch nach dem Sex der Bonobo-Schenker-kommunistischen Gruppenehe mit 150 Individuen und 50 hübschen Frauen? Wechsel 2, ja? Ja, Wechsel 2. Also erstens, du hast auch schon als ein besonderes glückshaftes Rauschempfinden so einen kosmischen Einheitsrausch, ich nehme es zur Kenntnis, Dankeschön, erlebt. Und also die modernen Konsumwünsche, also jetzt zumindest in kapitalistischer Form, die sind jetzt vielleicht ein paar hundert Jahre alt. Aber die Vorstellung, dass der Mensch ein solches aufs Ganze schauendes, liebendes Wesen sein könnte, ist immerhin, also du hast gemeint, danach gieren die Menschen nicht, also eine tiefe Sehnsucht der Menschheitsseele, die seit frühesten Religionen, dann auch Buddhismus, Christentum und so weiter, zu einer weltweiten Glaubensbewegung oder Hingabebewegung werden konnte. Aber ich komme auf das entscheidendste Argument. Das entscheidendste Argument, also ich beschränke mich immer, ne? Also man weiß, die Wissenschaft hat lange geforscht, wie sie überhaupt kollektive Motive erklären kann in den Lebewesen, statt dass da nur Genegoismus des Einzelnen wäre, und hat da immer noch offene Fragen, jede Menge. Aber ich komme zum entscheidendsten Argument, was für mich immer reicht. Also je weniger Argumente man vorbringen muss, je mehr man welche hat, die der Einzelne auch direkt unmittelbar selbst beurteilen und bestätigen kann, desto besser. Und das entscheidende Argument, warum es dieses selbstlose Schenken geben kann, ist, wie Yannick schon richtig gesagt hat, dass egal, was da irgendwelche anderen Lebewesenarten, irgendwelche Tiere machen oder was uns die Wissenschaft erzählt, in dem Moment, wo wir erkennen, wir können vernünftig denken, werden wir uns weigern zu sagen, wir können jetzt nicht so denken, dass wir überlegen, was ist einfach im Ganzen sinnvoll. Also was entspricht diesem Gesamtpuzzle? Ne? Allem seinen rechten Platz und sein rechtes Maß im Ganzen zu geben. Ist extrem vernünftig, ist das Schauen nach Sinn einfach. Statt zu gucken, bringt es mir hier noch eine extra Belohnung, wenn ich das mache, was jedem Teil seinen rechten Platz und sein rechtes Maß im Ganzen gibt. Ich würde es als Korruption dieses Sinnstrebens oder der Vernunft empfinden, wenn ich an irgendeiner Stelle eine Zusatzbelohnung brauche, um dieses im Ganzen vernünftig Sinnvolle, diesen rechten Platz, dieses rechte Maß für die Elemente durchzuführen. Kann sein,
dass die meisten Menschen so sind. Aber ich spüre, das ist die Struktur meiner Vernunft. Und ich halte das für richtiger, als sich irgendwie ablenken zu lassen. Also dieses aufs Ganze Sinnvolle nicht zu tun, weil jetzt kein Zusatzleckerli kommt an irgendeiner Stelle. Und das beweist einem jeden Menschen, der in sich reinschaut, dass wir zu dieser Struktur fähig sind. Jedem seinen richtigen Platz und richtiges Maß im Ganzen. Und unabhängig davon, ob ich da jetzt eine Zusatzbelohnung an der einzelnen Stelle kriege oder nicht. Wunsch, ich möchte da. Ich hatte ja den Wunsch geäußert. Ja, ich hier. Auch. Nur eine ganz kurze Ergänzung zu Öffi. Es gibt ein Harmoniegesetz, das wirksam ist. Und dieses Harmoniegesetz ist im Ausgleich aller Lebenskräfte, im Gleichgewicht, in der Achtsamkeit, in der Harmonie und in bedingungsloser Liebe. Das ist ein Naturgesetz. Und dieses Naturgesetz wird einfach missachtet oder auch gar nicht beachtet. Damit gebe ich weiter. Wechsel 4 endlich. Ja, eben genau das ist aber auch das. Das ist das Glaubensorientierte, dass immer die Dinge weggeredet werden. Es ist ein Glauben gegen alle Fakten. Millionen Menschen gieren nach Pornografie und Sex auf der Erde, geben dafür viel Geld aus und so weiter, weil sie die Gruppenehe ja auch nicht mehr haben. Aber Wunsch. Ja, eine Frage. Es gibt, wie viele Millionen Menschen hast du danach befragt und wie viel haben dir Antwort gegeben? Wir haben ja als neue Regelung Wunsch, bedeutet, dass man erst noch den Gedanken zu Ende macht, sonst wird es doch vielleicht zu chaotisch. Ich mache noch kurz meinen Gedanken rund und dann gebe ich ab. Also, wie viele Millionen Menschen kennt ihr? Janik hat es erlebt, Öffi hat es erlebt. Ich nicht, die wirklich gieren nach dem Erlebnis des Schenkens und des vergeltungslosen Schenkens. Milliarden Menschen auf der einen Seite, die nach Sex gieren, 10, 20, 30, die nach vergeltungslosem Schenken gieren. Das ist aus meiner Sicht eine reine Glaubensgeschichte. Glauben gegen alle Fakten. Wechsel. Ja, Wunsch. Ich habe auch einen Wunsch, also nach Henning dann würde ich dran kommen wollen. Also erst nur eine Frage. Eine Frage, Dylan. Eine Frage. Wie viel von den Millionen Menschen, die nach Sex gehen, hast du gefragt danach und wie viel haben dir geantwortet? Bitte ehrlich und richtig antworten, nicht irgendwelche Fantasien. Okay. Moment, Wechsel 4. 70% aller Männer gehen fremd in ihren Liebesbeziehungen und Ehen und 50% aller Frauen geben das zu in Befragungen und so weiter. Und alle sechs Studien, wissenschaftlichen sechs Studien, haben die gleichen Ergebnisse gebracht. Wechsel. Genau, Wunsch. Ich hatte mich ja auch mit Wunsch geäußert. Wechsel 3. Ja, Wechsel 3. Allein ja die Tatsache, dass man danach giert, beinhaltet doch auch schon, dass die Leute dann nicht wirklich in Zufriedenheit leben. Also es wäre doch dann eher nicht danach zu gucken, wie viele sind süchtig nach Pornografie und sollte man dann diese Sucht irgendwie mehr befriedigen, sondern weil ich meine, wenn ein Mensch seine Sucht befriedigt bekommt, heißt es ja nicht, dass er zufrieden ist. So, ne? Ja, ich gebe weiter. Wechsel 4. Also. Nee, ich gebe Wechsel, ich gebe weiter. Ich muss mich erst sammeln. Ich muss erst den Gedanken klar kriegen. Was wollte ich sagen? Wechsel 4. Ja, immer wieder wird also. Bei Sex ist es die Sucht, bei Schenken ist es nicht die Sucht. Also immer wird genau glaubensorientiert die Welt sich so zurechtgelegt, dass der Glaube erhalten bleibt. Und das halte ich für das Gegenteil von Faktenorientiertheit. Ja? Wechsel 2. Ja. Wir müssen darüber reden, was wäre sinnvoll als Sucht zu bezeichnen. Also ich würde meinen, dass wenn wir darüber nachdenken, also eine vernünftige Definition wäre, dieses Streben oder eben süchtig sein, ein Bedürfnis zu befriedigen,
in einer Weise, was im Ganzen Schaden anrichtet. Also wenn ich zum Beispiel nach gesunder Nahrung oder so lechze, ist das keine Sucht, sondern es tut ja gut, also mir und der Welt. Das heißt, Sucht wäre das, was Schaden anrichtet. Und diese Art von Vernünftigkeit, dass ich kein Leckerli brauche, um das zu tun, was im Ganzen sinnvoll ist, was jedem seinen rechten Platz und sein rechtes Maß im Ganzen gibt, kann man vernünftig betrachtet nicht als Sucht bezeichnen. Gebe ab. Jannik und Henning haben noch Zeit. Ja, dann würde ich sagen, Wechsel 3. Genau, ich würde mich dem auch anschließen, erstmal zu gucken, okay, was ist Sucht? Also ich kann mir vorstellen, dass es halt bei Pornografie und sexuellem Verlangen durchaus viele Menschen gibt, die da ein gewisses fürs Gemeinwohl schädliches Verhalten haben und dann vielleicht auch dabei weniger im Blick haben, ob sie jetzt mit ihrem Verhalten anderen Leuten schaden könnten. Insofern kann ich mir da vorstellen, dass da viele ein gewisses Suchtverhalten innehaben. Und genau, und ich finde es auch dann sinnvoll zu gucken, okay, wann ist wirklich eine Sucht gegeben, wenn es eben dementsprechend dem Gemeinwohl nicht dient, dem Weltgemeinschaftswohl aller Lebewesen zum Beispiel. Und ich gebe weiter. Ja, Wechsel 5. Oder ein Leben in einem Zusammenleben und Zusammenwirken nach einem Schöpferprinzip zum Wohlsein aller kann nur in Harmonie erfolgen und auch in Achtsamkeit und auch in bedingungsloser Liebe. Weil alles, was darüber hinausgeht oder daneben geht, durch Gewalt oder durch Bedingungen, ist letztendlich ja das die Korruption schlichthin. Die Ursache von Korruption, wenn durch also fehlerhaftes Denken Energien geschaffen werden, die diese natürlichen Energien korrumpieren oder aus dem Gleichgewicht bringen. Und das ist eigentlich das, was wir erkennen dürfen, und das ist das auch, was wiederkommt, dass die Harmonie durch eine kosmische Kraft, die auf uns wirkt, sowohl epigenetisch als auch wie wirksam physisch auf uns ist, und die Menschheit wieder dahin bringt, wie es eigentlich auch in der Bibel beschrieben steht, in Einheit geht und eine Geistwerdung wird. Und dieses passiert über Bewusstsein, aber über Bewusstsein oder Bewusstsein hat nichts mit freier Argumentekultur zu tun oder mit irgendwelchen Statistiken, die vielleicht sogar noch einem Geschäftsmodell ermöglichen. Bewusstsein ist etwas, was energetisch im Jetzt, auch nur im Jetzt, im ewigen Jetzt passiert und wirkt. Alles andere ist Wunschdenken, sowohl aus Vergangenem als wie auch Zukünftigen. Und das hat mit energetischen Prozessen nichts zu tun. Piep, 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 piep. Ja, bitte. Wechsel 2. Los. Ja, also ich glaube, wenn wir uns anschauen, welche Bewusstseinsmöglichkeiten der Mensch hat, dann mag es ja noch tausend andere Möglichkeiten geben. Aber ich denke, kaum ein Mensch wird sein denkendes Bewusstsein und die Möglichkeit, im inneren Gespräch mit sich selbst zu Selbstbewusstsein und Lebensorientierung fähig zu sein, nicht als höchste Bewusstseinsstufe ansehen. Ist auch das, wodurch wir ja definiert werden, im Unterschied zu all den anderen Lebewesen, dass der Mensch das denkende Tier ist, was besonders mit seiner Sprache, seinem Denken, sein Selbstbewusstsein und so eine Sinnorientierung aufbringen kann. Infolgedessen, es mag anderes mitwirken, aber ich bin sehr davon überzeugt, dass die entscheidende Bewusstseinsform diese Art des Denkens und damit auch der freien Argumentekultur ist. Gebe ab. Jannik hat noch Zeit. Ja, ich gebe meine Restzeit ab. Öffi hat noch 19 Sekunden. Gibt auch ab. Wechsel 4. Ja, das ist genau das, Öffi,
interpretiert meinen Bericht vom ozeanischen Gefühl um in seinem Glaubenssystem. Bei mir ist das nämlich eine reine Folge erfüllter Sexualität der Gruppenehe gewesen, die mich dieses ozeanische Liebesgefühl gegenüber der gesamten Welt hat empfinden lassen. Das war Gruppenehe-Sex gestützt und nichts anderes. Ne? Und das wird immer vom Öffi ein bisschen umgedreht, sozusagen. Und generell sage ich, was? Wunsch? Ja, alles klar, ich mache nur noch kurz zu Ende. Also für mich ist das alles Glauben gegen alle Fakten. Ne? Die Forschung hat bestätigt, Yannick jetzt, ja, Sex ist gesund, Gegenteil von gemeinwohlschädigend, aber der Glauben will in Yannick, dass natürlich dann dieser Sex gemeinwohlschädigend sei. In Wirklichkeit sagt die Forschung, jeder Sex ist gesund und besser als Alkohol und andere Drogen. Wunsch. Wunsch? Wunsch, jetzt hat er erst Öffi. Öffi, willst du? Ja, Wechsel 2. Ich wollte nur kurz sagen, ich interpretiere da gar nichts um. Du kannst das ja als Ergebnis eines tollen sexuellen Erlebens haben. Trotzdem weißt du dann, dass da keine zusätzlichen Belohnungen kommen müssen, um diese Liebe zum Ganzen zu spüren. Wo du in dem Moment sicherlich eben zugestimmt hättest, dass jetzt alles im Ganzen seinen rechten Platz und sein rechtes Maß zuerkannt bekommen soll. Unabhängig davon, ob du da im Einzelnen jetzt irgendwie noch zu bestochen wirst. Und damit Wunsch. Meine ich, Wunsch. Der Mensch hat höchste Seelenqualität, diese Fähigkeit, sich und sein Eigeninteresse mit dem Wohl des Ganzen zu vereinen. Wer hatte sich noch gewünscht gemeldet, dass wir das in der Reihenfolge machen? Ja, ich hatte noch Wunsch angemeldet. Wechsel 3. Genau. Und ich melde schon mal wieder Wunsch an, weil ich ja danach was sagen will. Ja, also ich will das jetzt auch gar nicht verteufeln. Also ich will Sexualität gar nicht verteufeln. Ich meine halt nur dann, wenn es halt destruktiv ist. Also wenn es jetzt wirklich, also wenn jetzt, wenn das irgendwie im harmoniefördernd ist und dem Gemeinwohl dient, dann ist es ja eine gute Sache so. Ne? Ich meine jetzt halt so irgendwelche perversen, destruktiven Richtungen, wenn sie denn stattfinden würden. So, ne? Insofern, das sollte jetzt nicht so rüberkommen, dass ich irgendwie Sexualität verteufeln möchte oder so. Und ich gebe weiter. Wechsel 4. Ja, also genau das ist der Punkt. Aber Yannick, du machst damit eine Assoziation, die den Sex erstmal wieder ins Pathologische erstmal stellt. Natürlich gibt es diese im Kapitalismus, diese wirklich krankhaften Formen, Sadismus und was auch immer, ja. Das gibt's ja wirklich, aber das sind wirklich dann auch Krankheitserscheinungen. Aber der Öffi hat das zum Beispiel auch mein Erlebnis wieder gleich weiterinterpretiert. Bei mir bedeutete das gar nicht, dass ich irgendwie darüber nachgedacht habe, was sinnvoll ist für das Ganze. Es war einfach ein ozeanisches Liebesgefühl mit der ganzen Welt, eine positive Grundstimmung, die mich als Savannenbonobo anderen Menschen erst einmal mit so einer leichten, gebenden, schenkenden Haltung zu begegnen. Aber dann, bei mir ist dabei nicht erloschen, dass ich sage, ja, ich habe jetzt geschenkt, aber ich erwarte ein Zurückschenken. Also bei mir ist diese durch nichts jemals in meinem Leben dieses vergeltungsorientierte oder nicht bedingungslose niemals verschwunden. Übrigens kann ich noch dazu sagen, in der Psychologie war das eine der größten, wichtigsten Dinge für mich zu erkennen, dass das mit dem Wunsch nach der bedingungslosen Liebe eine der Zentralmanipulationen und Irrtümer in den pseudowissenschaftlichen Bereichen ist. Wechsel. Ja, Wechsel 2. Es ist einfach so, dass da die Wissenschaft auch unterschiedliche Ergebnisse anbietet. Also das Post-Conventional Level in der Entwicklungspsychologie drückt eben aus, dass der Einzelne nicht blind irgendwelchen inneren oder äußeren Impulsen, Befehlen, Regeln folgen sollte, sondern reflektiv schauen sollte, ob das eben Grundmaßstäben von Verantwortlichkeit entspricht. Also wie eben Folgenverantwortlichkeit und Menschenrechten oder solchen
universellen Prinzipien oder Werten. Das heißt, die Entwicklungspsychologie enthält diese Vorstellung als höchste reife Vorstellung des Menschen. So, ich gebe ab. Wechsel 4. In Wirklichkeit hat Kohlberg mit dem Post-Conventional Level nur die unterschiedlichen Möglichkeiten von Stufen, die Erwachsene tatsächlich erreicht haben, gekennzeichnet. Aber mit dem gleichen Recht kann man sagen, dass das Erreichen des Conventional Levels die gesunde, artgerechte Orientierung ist und dass das Post-Conventional Level nur eine Ausnahmeerscheinung ganz weniger ist, vielleicht der moralisch zu sehr im Sinne einer ekklesiogenen Neurose, also einer religiösen Neurose, fehlgeleiteten Minderheiten ist. Denn die Masse der Menschen bleibt konventionell und das ist auch rational, das ist biologisch auch richtig und realistisch. Wechsel. Ah, Wechsel 2. Die Vernunft in jedem von uns gebietet es eben nicht, das als eine Neurose oder psychische Störung anzusehen, dass ein Mensch die Folgen seines Tuns bedenkt und sich am besten für das entscheidet, was auch diesen Folgen verantwortlich gerecht wird. Das ist, Wunsch, Wunsch. ja, ich hab vorhin schon gesagt, wenn man keine anderen Erkenntnisse hätte, dann wäre für den Menschen eben diese Einsicht in sich Vernunft immanent. Und ist ja auch die Vorstellung. Stellen wir uns vor, ein Marsmännchen schaut auf die Erde und schaut, wie die Menschen sich verhalten. Dieses Marsmännchen würde sagen: Mensch, ey, wenn die ihre eigenen Lebensgrundlagen zerstören und sowas und nicht in der Lage sind, mit ihrer inneren Erkenntnisfähigkeit das zu tun, was da gut und verantwortlich ist, dann sind sie eben eine totale Fehlentwicklung. Alles Mögliche mag dann in ihrem Inneren eine Fehlfunktion sein, aber sicherlich wäre nicht eine Fehlfunktion, dass sie auf die Folgen ihres Tuns schauen und sich für das entscheiden, was im Ganzen verantwortlich ist. Gebe ab. Wechsel 4. Ja, die Naturwissenschaft hat eben felsenfest bewiesen, dass jedes Lebewesen, das nicht ausschließlich auf die Vermehrung ähnlicher und eigener Gene sozusagen ausgerichtet ist, automatisch ausstirbt in der Evolution. Also wenn ein Lebewesen statt auf die eigene Genvermehrung zu achten, auf das verantwortliche Tun achtet, dann ist es zum Aussterben verurteilt und damit ein nicht überlebensfähiges Lebewesen, also ein längst ausgestorbener Egoismus. Und Öffi, du versuchst quasi den Menschen diese zum Aussterben führende Lebenshaltung beizubringen. Wechsel. Ja, Wechsel 2, wenn ich nochmal kann. Dann hätten wir ein schlimmes Dilemma, denn dann müssten wir Folgendes sehen. Entweder der Mensch stirbt aus, weil er so nach dem aufs Ganze gesehen Verantwortliche schaut, also womit die Kinder der Zukunft auch noch gut leben könnten und so weiter. Oder er stirbt eben aus, weil er nicht auf diese Verantwortlichkeit achtet und hier, was weiß ich, ob Naturzerstörung, Atombombe Wunsch. oder was weiß ich, hier alles in die Luft sprengt oder sowas. Und ich bin der Ansicht, man kann das ja, also wir können das alles reflektieren und mit der Vernunft prüfen. Und ich bin ganz sicher, dass es besser ist, darauf zu hoffen, dass dieser Blick auf das, was im Ganzen verantwortlich ist, auch für die Kinder der Zukunft, irgendwie doch durch sich durchsetzen kann, also hier die Steuerung letztlich ausmachen kann, als dass wir auf irgendwas anders hoffen würden. Ich gebe ab. Wechsel 4. Genau diese, du hast richtig gesagt, dass das zum Untergang der Menschheit ja führt. Wir machen ja gerade alles kaputt. Aber du vergisst immer wieder zu sagen, dass es eine Alternative gibt, dass wir Menschen uns Kraft, unsere Geisteskraft, ein Korsett anlegen, das aber allen angelegt wird und damit fair ist für alle. Ein Korsett, nämlich das Korsett GWÖ-GWO-Kombi, bei dem der eine Unternehmer weiß, dass der andere keine Profite mehr auf seine Kosten und die Wunsch. Gesundheit seiner Enkel und Urenkel mehr machen kann. Und dieses Korsett wäre ja die Alternative zu dem Wunsch, den Menschen zu verändern und in ein selbstloses Leben Wesen zu verwandeln. Wechsel. Ja, Wechsel 2. Nein, das vergesse ich nicht, Dylan, weil ich habe dir die ganze Zeit schon gesagt. Also ich denke auf vielen Schienen.
Und ich denke, dass es auch eine sinnvolle Schiene sein kann, den Menschen, die nicht aus Vernunft und Einsicht zur Gesamtverantwortung fähig sind, so ein Belohnungssystem zu geben. Ich bin ja sogar der Ansicht, wir müssten vielleicht ein Fortnite der Verantwortungsstufen entwickeln, also ein Computerspiel, wo statt Hauen und Morden und Zerschlagen die Menschen diese verschiedenen Verantwortungsebenen durchspielen könnten und da vielleicht Wunsch. eben was anderes so erleben können. Also ich denke in all diesen Schienen, aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das keine Ausschließlichkeit annehmen wird, sondern dass diese Möglichkeit, dass der Mensch eben verantwortlich denkt, dass die bestimmt als ein mögliches Motiv für verantwortliches Handeln mit einberechnet werden kann und einberechnet werden muss. Und dass wir sowieso jetzt im Moment erstmal mit den Leuten reden müssen, damit sie eben erkennen, egal ob sie sich dann da bestechen lassen für oder ob sie es aus Einsicht machen, Verantwortungseinsicht machen. Aber wir müssen jetzt erstmal an die Leute rankommen, um mit ihnen zu reden. Wir brauchen ein System, was weniger schädigend wirkt. Und lasst uns gucken, ob das eben Verantwortungseinsicht à la Öffi oder GWÖ-GWO-Mechanismus à la Dillen und Weltrat sein sollte. Aber wir wären ja auch dumm, wenn wir eine dieser Möglichkeiten Wunsch. nicht zulassen würden. Ja, bitteschön. Bitteschön. Wechsel 4. Ja, du bist wieder ausgewichen auf Fortnite. Dabei ist die Fortnite-Lösung ja wieder eine Erziehung hin zum Post-Conventional Level und eben kein Korsett. Ja, die GWÖ-GWO-Kombi ist ein Korsett. Piep, 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 Öffi, du hast noch ein bisschen Zeit. Ja, Wunsch 2. Wechsel 2. Nein, Wechsel 2, genau, ja. Nein, Dylan, es ist ja weniger Korsett als vielmehr auch etwas, was die Leute als angenehm erleben. Also genauso wie sie Spaß dann finden können bei dem Computerspiel, aber nicht nur Zerstörung und Mord, sondern vielleicht eben auch, wie schön kann es sein, verantwortlich und sinnvoll was mit aufzubauen und liebevoll unter Menschen was zu pflegen. Genauso ist es bei Piep, der piep, 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 Wohlfühlstimme so. piep, piep, piep. Ja, es ist bei der Wohlfühlstimme so, dass sie das als angenehmer dann erleben würden als anderes so. Ich glaube, der Jannik hat noch viel Zeit und wer noch? Höchstens noch Henning? der Henning, ne? War der Henning überhaupt schon in dieser Runde dran? Nein, noch nicht. Aber ich kann auch gleich was dazu sagen, weil die Steuerung des Bewusstseins obliegt nicht dem menschlichen Einzelnen oder obliegt nicht der Person, sondern dem Mensch oder der Menschheit als Ganzes. Und die Steuerung der Menschheit als Ganzes ist eine Kraft, die kosmisch ist und die auch wieder kosmisch demnächst auf die Erde wirken wird. Und da wird ein Korsett oder irgendwelche andere freie Argumente wenig sinnvoll sein, weil das ist eine Sprache der Matrix, die wir zwar jetzt noch benutzen, aber bald nicht mehr benutzungswürdig ist, weil wir in eine Kommunikation, der Basiskommunikation gehen, die energetisch nonverbal ist und in einem ausgeglichenen Kräfteverhältnis agiert. Und ja, ich kann da nur auf meine Forschungen auf der Akademie hinweisen, wo ich über 200 Artikel geschrieben habe. Und dieses Wissen ist aber einfach in der Wissenschaft einfach nicht angekommen, weil in der Wissenschaft ja mit finanziellen Mitteln noch arbeitet und sich der Korruption noch bedient. Und korruptionsfrei werden wir eigentlich nur, wenn jeder auf sich selber seine Bedingungen reduziert und auch das Zusammenleben optimiert. Das ist nochmal so ein Schlusswort von mir. Okay. Kann ich? Okay. Dann würde ich weitermachen. Einfach Wechsel 3 sagen. Genau, Wechsel 3. Ja, also Korsett fände ich eigentlich auch insofern gut, wenn es eben von den Menschen selber kommt. Also wenn es jetzt nicht von außen aufgedrückt werden muss, sondern wenn Leute sich davon vielleicht inspirieren lassen. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Asket vormacht, dass es irgendwie sehr erquickend ist,
weniger gierig zu sein, dann kann man sich als Mensch davon, wenn man das dann erlebt, inspirieren lassen, wenn das dann dementsprechend sinnvoll ist, dass man dadurch auch verantwortungsbewusst handelt als dieser Asket. Und das halte ich jetzt für realistischer, als wenn ein Staatssystem oder von außen dieses Korsett den Leuten, ja, was heißt, aufgedrückt wird oder ja, also diese Inspiration von außen halte ich für sinnvoll, das mit den Leckerlis und dann sozusagen die Leute in das Korsett reinlocken, weiß ich nicht. So, ja, das kann ich dazu sagen. Und ich gebe weiter. Ja, sollen wir diese Runde, wollt ihr diese Runde beenden? Dann hätten wir noch eine Schlussrunde, wo jeder nochmal, auch für seine Abschiedsbemerkungen, jeder vielleicht nochmal 3 Minuten kriegt. Sollen wir das so machen? Ja, jeder 3 Minuten. Von mir aus gerne. Okay. Also wir können da auch wieder mit Wunsch arbeiten, ja, aber man sollte versuchen, auch seine Verabschiedung auch darin in den 3 Minuten dann unterzubringen, ne? 2, 3. Und jetzt nochmal die Uhr. Moment. Ich habe hier viel Uhrengewurschtel, ja. So, jetzt. Wechsel 4. Wo bin ich? Moment. Ja, ich werde sogar in die Homepage reinschreiben, dass wir die Politiker finanziell quasi genauso gut stellen, wie wenn sich das System nicht geändert hätte. Also auch einschließlich Gazprom-Gehältern. Ja, weil ich mir ist nochmal klar geworden, ich wollte nämlich sagen, Öffi spricht die Politiker zu wenig auf ihren Eigennutz an. Aber auf der Homepage haben wir das auch noch bis jetzt noch nicht drin, dass wir die Leute also quasi finanziell keinen Deut schlechter stellen, als wenn das System nicht geändert worden wäre. Ja, ich stelle einfach nur fest, wir machen alle unterschiedliche Aktionen, weil die Menschen an unterschiedliche Dinge glauben, die möglich sind mit den Menschen und die eben auch damit zu tun haben. Öffi versucht aus meiner Sicht immer noch den Politiker auch letztendlich ohne ihn zu allzu sehr beim Vergeltungseigennutz zu packen, sozusagen zu einer hohen geistigen Ebene zu bringen, die aber Menschen vielleicht generell gar nicht können. Wechsel. Von mir aus Wechsel 2. Ja, also ich plädiere dafür, dass wir alle Hebel und alle Möglichkeiten und Schienen kombinieren, dass die Möglichkeit existiert, dass ein Mensch sich innerlich mit der Vernunft und mit dem Wohl des Ganzen einfach identifiziert und von daher jedem seinen rechten Platz und sein rechtes Maß im Ganzen zuerkennen will, ist nicht zu bestreiten, weil alleine hier in unserem Kreis sitzen zwei, also Yannick und ich, die genau diese Einstellung für sich so beanspruchen und als Motiv ihrer existenziellen Lebensgestaltung betrachten. Von daher, das ist nicht ein Ding der Unmöglichkeit, es ist ein Element, was vorkommt. Und ja, man kann unterschiedliche Akzente setzen. Ich Wunsch. würde, ja, ich würde in der Tat die anderen Menschen und die Politiker zuerst darauf ansprechen, wollt ihr nicht einfach aus Vernunft und Gewissen heraus, wie es auch in Artikel 1 der Menschenrechte steht, fürs Ganze verantwortlich leben und unter Menschen menschengeschwisterlich? Und mit denen ich kann, würde ich dann darüber reden auch, also wie man vielleicht zusätzliche Hilfsmittel oder Krücken, wie auch immer man das nennen will, mit einschalten muss. Wie Belohnungsmechanismen für die Menschen, die es eben nicht aus Einsicht, aus Vernunft und Gewissen zu tun bereit sind. Ich danke euch für das Gespräch. Es war toll und ich hoffe, die Zuschauer können was daraus entnehmen. Es spiegelt immer gut wider, was im Moment, was wir so auch machen im Hintergrund. Also jetzt zum Beispiel dieses Bemühen da in Berlin, ob mit Zeltcamp oder mit der gewaltfreien Aktion, das Kanzleramt zu stürmen, damit wir eine korruptionsbefreite Steuerung bekommen. Oder zumindest erstmal offen genug drüber reden können über all den Kram. Ja, ich danke euch.
Gebe weiter. Wechsel 4. Ja, Öffi, du hast vollkommen recht. Da sitzen zwei Ausnahmen, einmal in Berlin und in Hessen, und 8 Milliarden die Regel. Und Abermilliarden Spinnen und Löwen, die alle der biologischen Regel folgen, aus Eigennutz, immer vergeltungsorientiertes Schenken maximal, aber immer nur vergeltungsorientiert. Wechsel. Wechsel 5. Es gibt hier noch einen dritten, der genauso lebt wie der Öff und der Jannik, allerdings in einer etwas anderen Form, und zwar in der epigenetischen umprogrammierten Form, wie es die Zukunft demnächst in einem Bewusstsein der Menschen miteinander zusammenleben und zusammenwirken. Und mein. Wunsch, Wunsch. Bitte. Du kannst ruhig deinen Satz zu Ende machen. Nein, bitte, habe ich gesagt. Ja, Wechsel 4. Jetzt haben wir alle Märchen der Pseudowissenschaft vereint. Wir hatten vorhin die Stringtheorien. Wunsch! Ja, die String, Ich bin kein Märchen, ich lebe. ich mach den Satz zu Ende. Ich bin kein Märchen, ich lebe. Darf den Satz noch zu Ende machen hier. Wir haben die drei Märchen zusammen. Wir haben jetzt bin ich völlig raus aus dem Konzept. Die Ja, du bist Stringtheorie, das Märchen, wir leben. wir haben den Missbrauch der Stringtheorie, wir haben den Missbrauch der Quantenphysik und wir haben den Missbrauch der Quatsch, Epigenetik. Quatsch, Also Quatsch, absoluter die Quatsch. Epigenetik, das haben Forscher auch herausgefunden, dass die Epigenetik natürlich ständig aufgegriffen wird und missbraucht wird zu Dingen, die sie gar nicht hergibt. Ich lebe Wechsel. die Epigenetik. Es ist Quatsch, was die Forscher erzählen. Sie sind finanzfinanziert und manipuliert. Das ist mein Schlusswort dazu. Und was ich hier erreicht habe und gerade in letzter Zeit erreicht habe, spricht alles gegen das, was du jetzt als Märchen bezeichnest. Entschuldigung, aber es ist so. Akzeptiere bitte die Tatsache. Und damit verabschiede ich mich. Wechsel 4, ja, wie gesagt, also ich wiederhole das nochmal, weil es so wichtig ist. Es gibt die drei großen Missbräuche im pseudowissenschaftlichen Bereich: die Epigenetik, die Stringtheorie und die Quantenphysik. Das sind ganz bekannte, ewig diskutierte Dinge, wo Missbrauch getrieben wird, um eben Glaubenssysteme zu stützen, die aber den Fakten hundertprozentig widersprechen. Wechsel. Wechsel 5. Dieses Glaubenssystem, da bin ich gerade in der stillen Diplomatie, auch öffentlich, in der Debatte mit einem gewissen Uwe Rosenkranz, der seiner Familienname oder seinen Familienname als ausgezeichneter Botschafter und auch Angehöriger der Glaubens Kongressionstheorie oder wie auch immer ansässig ist. Ich habe mit ihm eine Debatte, die hat er ja diskriminierend beendet und macht genau das, was du machst mit deinen Märchen. Er ist argumentationslos ausgestiegen und selbst diese Glaubenskongregation, was also mit Galileo gemacht wurde, ist und auch ja, auch, es ist fürchterlich. Es ist eigentlich ein Unding der Wissenschaft, die auch eben aus diesem Glauben her geschaffen worden ist. Und die ganze Wissenschaft basiert auf Manipulation von Finanzmitteln, die eigentlich kein Leben sind, sondern nur eine Theorie. Und genauso existieren auch die Wissenschaftstheorien nur auf einer Theorie aus dem Nichts. Und nichts ist etwas, nichts Existentes. Und ich bin existent. Und das Bewusstsein ist existent. Und das Bewusstsein ist ein Erleben und Erfahren im Jetzt und nicht aus irgendwelchen Studien oder sonstiges dergleichen. Das, was Wunsch. jetzt ist und wirkt, ist existent und wahrhaftig. Und damit gebe ich weiter. Wechsel 4. Mich haben bei der Öffentlichkeitsarbeit auf der Straße viele Leute angesprochen, sagen, ja, Gemeinwohlökonomie finde ich gut und so weiter.
Aber niemand hat mich angesprochen und hat jemals zu mir gesagt, ja, aber ich möchte, ich fühle mich so wohl, wenn ich vergeltungslos schenke. Das will ich unbedingt haben. Da war nicht ein einziger dabei. Wechsel? Ja, Wechsel 3, das kann ich mir vorstellen, weil ja natürlich die Leute sehr viel durch ihre kapitalistischen Irrtümer geblendet sind. Da ist sozusagen das vergeltungslose Schenken sowas von zugeschüttet, dass das vielleicht wirklich nur in seltenen Ausnahmen passiert. Insofern wundert mich das auch nicht, dass man da wenig Leute findet, aber das heißt nicht, dass es nicht richtig ist, so zu leben. Ja. Wechsel 4. Ja, wieso soll das kapitalistisch zugeschüttet sein? Der Kapitalismus hat eine Bejahung des vergeltungslosen Schenkens. Das wird überall gelehrt, den Kindern gelehrt, überall. In der Sex ist das große tabuisierte Wechsel. Nee, also ich, mir erscheint das anders. Wechsel 3, also gell, war das, gell? Ja, Wechsel 3, ja. Ich erkenne es nämlich manchmal nicht an der Stimme, gell? Jetzt habe ich mir selbst die Zeit abgeschnitten. Ich brauche die Zahl immer, weil ich es manchmal an der Stimme nicht sofort erkenne. Okay, Wechsel 3. Ja, also ich sehe ja im Kapitalismus eben und auch in diesen kapitalistischen Verhaltensweisen, die Vergeltungspraxis, auch gerade mit Geld. Und deshalb, wie gesagt, wundert mich das nicht, dass man dann wirklich, ja, was heißt die Nadel im Heuhaufen, aber dass man wohl eher selten Leute findet auf der Straße, die dann halt irgendwie dieses vergeltungslose Schenken praktizieren. Ja. Wechsel 2, könnte ich sagen. Ja, der Kapitalismus, der hat ja verschiedene, nehmen wir mal das Wort Märchen eben auch, aber die sind den Leuten als Märchen ja bewusst. Also wenn man mit den Leuten drüber reden würde, würden sie sagen, oh ja, die so gelebt haben, auch wie Jesus oder so, ne, sind ja ganz tolle Heilige, ne, aber das hat im realen Leben nichts zu tun. Im realen Leben, da kriegt man nichts geschenkt, da muss man alles mit Geld bezahlen. Und das hat der Kapitalismus den Leuten natürlich tief eingeprägt. Das ist für sie die maßgebliche Wirklichkeit. Und das andere wurde zu eben irgendwelchen einlullenden Märchen abqualifiziert. So erleben es, glaube ich, viele Leute, die da in diesem System so reingepresst sind, auch rein dressiert sind und die selbst dann auch diesen Süchten, diesen vorteilbringenden Irrtum, wie wir immer es nennen, ja, verfallen sind und davon programmiert sind in ihrem Inneren und Äußeren. Aber das heißt, wie gesagt, Jannik hat da recht, das heißt nicht, dass das richtig wäre. Die Sucht kann so sein, dass sie die Folgen des Verhaltens nicht bedenkt und großen Schaden anrichtet, schon für den Einzelnen, aber auch für die Gemeinschaft, für die Kinder der Zukunft. Und richtig im Sinne von vernünftig, dass man vernünftige Folgen seines Tuns haben möchte, wäre es natürlich so zu leben, dass es für alle, für einen selbst, für die anderen und für die Kinder der Zukunft verantwortungsfähig ist. Ja, für alle verantwortungsfähig ist. Ich sage nochmal Tschüss an alle. Ja, ich... Wechsel 5, Abschlusswort. Werdet Mitschöpfer und kreiert das Leben lebenswert. Und es gibt ein wirksames Gesetz, das heißt Ursache und Wirkung und Saat und Ernte. Und wer das missachtet, der tut sich letztendlich selber einen Schaden zufügen und auch seinen Mitmenschen sowie auch sein Mitfeld. Und das ist etwas genehmigt. Möchte ich jeden in das Bewusstsein rufen, weil das Bewusstsein ist das, was ewig im Jetzt lebt. Und gebe ab. Janik. Und sage danke fürs dabei. Janik? Ja, ich würde mich dann auch bedanken in die Runde fürs Gespräch und ja, wünsche uns einen schönen Abend. Ja, mein Schlusswort, meine letzten Sekunden sind: Ich freue mich, dass die GWÖ-GWO-Kombi eine gewisse Akzeptanz gefunden hat, aber ich sage immer noch, die Schenkerbewegung träumt von dem hochgeistigen, vergeltungslosen Menschen und das halte ich für einfach für unwahrscheinlich und für naturwissenschaftlich eigentlich widerlegt, dass das mit Menschen in größerer Zahl machbar sei. Aber nächsten Samstag geht's weiter.
Alles klar. Dann bis nächsten Samstag. Aufnahme beenden. Tschüssi. Tschüssi. Tschüss. Ciao.